Wir müssen sehr, sehr schnell jetzt auch dazu kommen, da auch ein Signal zu senden an all diejenigen, die jetzt schon eine Impfung haben, dass wir keine Möglichkeit eben auch mehr haben, ihre Grundrechte einzuschränken und das dann auch umsetzen. Das RKI hat klar festgestellt, dass von Geimpften nach 2 Wochen dann diese Gefahr für andere und für sich selbst der Infektion nicht mehr ausgeht. Von zweimal geimpften, vollständig geimpften und dann eben auch noch diese eine Phase abgewartet, aber dass dann diese Infektionsgefahr nicht mehr ausgeht. Und damit ist dann eben auch die Situation gegeben, dass in einem Rechtsstaat Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden können, in der Situation befinden. Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden, sondern wir müssen da handlungsfähig sein und müssen auch aufzeigen, dass rechtsstaatliche Grundsätze in Normalzeiten gelten, aber gerade auch in Pandemiezeiten. Also das heißt aber auch schneller als der 28. Mai, wenn es geht. Ich werde unverzüglich schnellstmöglich jetzt eine Verordnung vorlegen, die genau das vorsieht, dass eben Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden, wenn keine Gefahr mehr ausgeht. Das ist ja überhaupt der Grund, warum ich als Staat einschränken kann. Und wenn die wegfällt, dann fällt die Begründung weg. Und deswegen werde ich schnellstmöglich eine Verordnung vorlegen. Wir werden dann in die Gespräche gehen, Bundestag, Bundesrat, und dann hoffentlich auch sehr zügig zu einer Entscheidung. Aber es geht hier um etwas Grundsätzlicheres. Hier werden Grundrechte eingeschränkt. Und das geht eben nur mit einem guten Grund. Und wenn der wegfällt, weil von genau diesen Personen, die da unterwegs sind, überhaupt keine Gefahr mehr ausgeht, dann muss der Staat auch reagieren. Er muss diese Einschränkungen zurücknehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass alle dafür auch Verständnis haben. Denn wie gesagt, es geht von diesen Personen keine Gefahr mehr aus. Und warum soll ich dann deren Ausgang einschränken?